Wie bereits vor einer Woche verliert der FC Basel an diesem Wochenende mit 0:3, das Mal gegen den Meister aus Bern. Und der Match am vergangenen Sonntag ist das Hauptthema in der heutigen Sendung. Und wir diskutieren zusammen mit dem ehemaligen FCB-Spieler Attila Sahin und mit unserem FCB-Experten Massimo Ceccaroni über den Match und eben über alles andere rund um den FCB. Ja, Attila, ich habe es angesprochen, der FCB verliert in Bern mit 0:3. Das einzige Positive ist sicherlich ein bisschen der Auftritt im Vergleich zu vor einer Woche. Absolut. Also gegen Stade Lausanne, das kann man natürlich nicht vergleichen. Gestern, sage ich, unglücklich in das Spiel hineingestartet. Nach 3 Minuten schon 1-0 hinten, was in Bern die Aufgabe natürlich nicht einfacher macht. Aber grundsätzlich finde ich, in der ersten Halbzeit haben sie einen guten Auftritt angelegt, einen mutigen Auftritt aus meiner Sicht. Wo dann aber nachher 2-0 kam, ist es dann natürlich umso schwerer geworden, in Bern noch irgendetwas zu drehen oder zu holen. Hast du den Match gesehen? Die erste Halbzeit war ordentlich. Und Attila hat es angesprochen, wenn man nach 2-3 Minuten durch eine Standardsituation in Rückstand gerät, macht das Ganze nicht einfach. Ich frage mich, warum dass man nach 2 Minuten bei einem Standard nicht beim Mann steht, nicht die Konsequenz hat, das Goal zu verhindern. Weil wenn man als FC Basel in der Ausgangslage, wo man ist, in Bern punkten will, dann muss hinten unglaublich stabil sein. Und das fängt bei den Standardsituationen an, das fängt bei den Zuteilungen an. Das war nicht gut gewesen. Aber die erste Halbzeit hat man einigermaßen offen gestalten. Über die defensive Stabilität können wir nachher noch sprechen. Und dann gehst du mit einem Matchplan in den Match und dann wird er eigentlich über den Haufen geworfen nach 3 Minuten. Absolut. Aber ich denke eben, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass der FCB das, was sie haben wollen, machen wollte, relativ mutig auftreten, vorne hoch attackieren, sage ich jetzt einmal. Und in vielen Situationen, das haben wir auch am Schluss an der Statistik gesehen, haben ja mehr Ballbesitz gehabt wie IB. Obwohl sie verloren haben, das heisst in der heutigen Zeit nichts, das ist mir auch bewusst. Aber ich finde, sie haben gute Ballstaffetten gehabt. Aber letztendlich war das für mich so ein Spiel, wo man merkt, wer ist hinten und wer ist vorne. Mhm. Weil wenn man vorne ist, mit der Effizienz, die IB gestern hatte, ist es natürlich relativ schwierig. Und der FCB merkt man, auch bei dem Abschluss von Jovanovic in der ersten Halbzeit, wo er halt dann eher den Goalie abschießt, sage ich mal, während dem halt Garcia den Ball in Ecken hineinschlänzen tut. Und ich glaube, das ist gestern der Hauptunterschied von einer stabilen Mannschaft, sage ich mal, die vorne ist, gegenüber einer Mannschaft, die eben noch nicht so stabil ist und sich in den Hinterbereich der Tabelle aufhalten. Und das ist allgemein auch krass, dass der FCB das letzte Mal im Mai 2016 in Bern gewinnen konnte. 7,5 Jahre. Etliche Trainer haben es nicht geschafft, etliche Mannschaften nicht. Wieso nicht? Weil grundsätzlich ein Spiel in Bern schwierig ist. Aber die Ausgangslage ist ja jetzt komplett ein anderes. Es geht ja nicht darum, dass man gegen IB gewinnt, sondern dass man in den nächsten Match eine Mannschaft auf den Platz stellen kann, die gefestigt ist, die meiner Meinung nach einfach eine defensive Stabilität braucht, damit man dann irgendwann einmal wieder zurückkommt zum Erfolg. Die Art und Weise, wie man Fußball spielt, ist zweitrangig. Und das hat gestern zum Beispiel IB sehr gut gezeigt, Effizienz. Mhm. Ich meine, wenn sie führen gekommen sind, sind sie gefährlich gewesen. Und sie haben genau gewusst, wir geben denen vom FCB ein bisschen mehr den Ball. Die sollen ihre Kräfte ruhig ein bisschen verlieren. Und dann kommen wir gezielt wieder dorthin. Und für die FCB ist es wichtig, dass sie auch wieder so einen Matchplan haben. Defensive Stabilität. Sie haben einen Goalie mit einer gewissen Erfahrung. Sie haben auch Verteidiger, die dir etwas garantieren können. Und ich denke, an dem müssen wir sich festhalten. Und ob man jetzt gegen IBE die letzten 10 Jahre nicht gewonnen hat, ist für den jetzigen FCB nicht relevant, weil die haben andere Probleme als IB. Man hat gegen Stade Lausanne vor einer Woche sang- und klanglos 3-0 verloren. Und man ist Letzter in der Tabelle. Und Anfang Saison sagt man, wir können vorne mitspielen, wenn wir einen Titel holen. Das ist für mich ein krasser Unterschied von den Aussagen. Mhm.
Und die Menschen oder die Personen, die Aussagen machen, trainieren jetzt noch die Mannschaft. Für mich stellen sich da sehr viele Fragen momentan. Also mit Aussagen, was meinst du genau? Heiko Vogel, meinst du? Ja, natürlich, ja. Unter anderem. Und dann hat es andere Exponenten von diesem Club, die zwar ein bisschen eine andere Aufgabe haben. Man muss zuerst dazu sagen, dass es natürlich sehr schön ist, wenn der FCB Leute hat, die Geld bringen. Wie ein Holzmann, wie Familie Rey, das ist sehr wichtig. Die haben ihre Rolle, aber zum Beispiel der Herr Rey hat irgendwann mal gesagt in einem Interview, wir wollen Dritter werden. Er ist aber für andere Sachen zuständig. Warum sagt einer aus dem Verwaltungsrat auf einmal so etwas? Das war für mich ein bisschen unkoordiniert. Aber das ist jetzt auch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, wie gesagt, dass die Mannschaft eine gewisse Stabilität bekommt. Das Spielerpotenzial ist da. Der Trainer ist bis auf Weiteres da. Auch wieder so eine Aussage, mit der kann ich nicht anfangen. Warum kann man nicht sagen, der ist jetzt unser Trainer und nicht mehr unser Sportchef? Er ist als Sportchef gekommen. Fehleinschätzung und jetzt bist du Trainer. Ja. Bis Ende Saison. Ja. Nein, man lässt es wieder offen. Das hilft den Fans nicht, das hilft auch der eigenen Mannschaft nicht. Das gibt dir nicht eine gewisse Sicherheit. Die sagen, ja, ist der vielleicht morgen überhaupt noch da? Ja. Und das ist etwas, was ich ernsthaft in Frage stelle und auch ein bisschen kritisiere, warum dass man nicht klar Stellung nimmt zu gewissen Sachen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Heiko, und das hat er gestern nach dem Interview gesagt, dass er sicher Trainer bleibt, also bis auf Weiteres, das ist mir auch klar. Gestern hat er gesagt, bleibt sicher. Okay, die Frage war auch so, bist du nach der Nazi-Pause noch Trainer, oder? Und hat er quasi ja geantwortet. Aber ich finde, letztendlich tut mir aus meiner Sicht zu fest auf den Heiko einschlagen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, also mehr wie jetzt da Losanushi, wo ja der Heiko ein Training hatte, das ist das Abschlusstraining, das weißt du auch. Da kannst du nicht viel ändern, sage ich jetzt einmal. Aber es war sicher ein gewisser Schockmoment gewesen, gegen Stad Losanushi. Mir hat eher Wunder genommen, der Auftritt gegen Yverdon auswärts, oder? Wo ich sage, weil ich bin der Meinung, sie nach all den Transfers, die sie gemacht haben, dass der Spielplan für den FCB gesprochen hat, oder? Wenn man dann Nazi-Pause gehabt hat, man hat das können eigentlich nutzen. Das Spiel gegen Bosporus, sage ich jetzt einmal, das ist klar gewesen, dass man das Spiel gewinnt, also da gibt es gar keine Frage. Und dann eher der Auftritt ein bisschen gegen Yverdon schockiert gehabt, sage ich jetzt einmal, wo man eigentlich auch 6-1 hat können verlieren, wenn dort der Hitz nicht 2-3 Mal super abgewehrt hat, oder? Und nochmal, ich weiss nicht, was in den Trainings vorgeht. Ich weiss nicht, ist da ein Plan dahinter oder wie auch immer und so. Aber ich finde jetzt, vom Match gegen Stad Losanushi zu gestern, habe ich einen riesen Unterschied gesehen, was den Auftritt vom FCB anbelangt. Oder? Also, von dem her muss ich sagen, denke ich, Stand heute ist der Heiko sicherlich der Richtige, um sicher bis mindestens Winterpause, sage ich mal, das Ganze weiterzuführen. Und am Schluss ist es eine Entscheidung vom FCB und von der Führung, oder? Und ich bin überhaupt nicht Fan davon, dass man hier alle halbes Jahr einen neuen Trainer hat. Im Gegenteil, ich denke, man sieht an vielen Beispielen im Fußball, dass wenn man einen Trainer langfristig auf dem Stuhl hat, dass man dann dort auch erfolgreicher ist, als wenn man alle halbes Jahr den Trainer dort wechselt. Das ist auch schon ein spannendes Thema. Da reden wir sicher noch später noch mehr darüber, über die Trainerfrage. Kommen wir eben noch mal dazu. Du hast ja gerade gesagt, man weiss nicht, was sie im Training alles so trainieren. Es klar ist aber gestern gesehen, die defensive Stabilität ist nicht ganz da gewesen, auch die Überzeugung nicht. Und unser Taktikfuchs, der Matthias Mäder, hat das Ganze ein bisschen genauer analysiert. In der aktuellen Situation ist Defensivarbeit das A und das O. 2,3 Gegengol bekommt der FCB aktuell pro Match und das ist deutlich zu viel. Es fehlt an Überzeugung im Spiel gegen den Ball. Der Eckball zum 0:1 für IB darf es so nicht geben. Der Dominik Schmid verliert jetzt hier seinen Gegenspieler, den Ugrinic, aus den Augen und läuft ihm nicht hinten nach. Und auch der Fabian Frey muss diesen Ball mit voller Überzeugung zum Einwurf erklären. Das Positive im Vergleich zum letzten Spiel ist, dass der FCB viel höher attackieren geht. Was mir aber jetzt hier fehlt, ist die Überzeugung im Spiel gegen den Ball. Der Träger lenkt den Gegner nach hinten. Und jetzt ist hier der Sigua, der viel mehr Druck auf den ballführenden Spieler machen muss. Er macht das aber nicht. Und jetzt hat IB die Möglichkeit, den Ball lang zu schlagen. Und wenn ihr seht, die Distanz von der Dreierkette bis zu den beiden zentralen Spielern, die ist viel zu gross. Und auch die Entstehung zum zweiten Goal wäre definitiv zu verhindern gewesen. Der Dominik Schmid zögert hier. Da gibt es für mich nur einen Entscheid. Ball oder Mann. Er hat weder noch. Und jetzt, wenn ihr weiter schaut, der Sigua verliert seinen Gegenspieler vor dem 16. komplett aus den Augen. IB spielt hier einen Rückraum und der Garcia macht hier das 2:0 für IB. Und jetzt kommt eigentlich das typische Spiel von IB. Ein langer Ball in die Sturmspitze. Der Insame lässt den Ball prallen
Und jetzt schauen wir mal die Situation an. Wir haben eine 4 gegen 3 Überzahlsituation. Der Xhaka ist hier viel zu weit weg. Und achtet euch jetzt einmal auf Nsame, wie viel Platz und wie viel Raum das er vor dem Strafraum vom FCB hat. Der Fabian Frey ist hier in dieser Situation deutlich zu tief. Er müsste näher dran sein, dann könnte man diesen Schuss auch blocken. Die nächste Szene ist sinnbildlich für die fehlende Überzeugung im Spiel gegen den Ball. Der Van Bremen verlor seine Position in der Dreierkette. Und da gibt es nur eins. Wenn er rauskommt, muss er den Ball haben oder er macht ein taktisches Foul. Er hat den Ball nicht und sofort wird es gefährlich für den FCB. Die Spieler sind sicher froh, dass die Nazi-Pause jetzt kommt. Für mich ist jetzt klar, es muss um die defensive Stabilität gehen. Ja, Attila, defensive Stabilität sicher etwas, was man im Training trainieren kann, aber sicher auch vielleicht ein bisschen momentan mit der Unsicherheit vom einen oder anderen Spieler auch zu tun. Also ich glaube, im Fußball das Einfachste zum Trainieren ist eigentlich Defensive. Ich meine, ob man hier Viererkette, Dreierkette, ob man hier über eine 4-2-3-1, 4-4-2, was auch immer. Ich glaube, Defensive kann man am besten trainieren, am einfachsten trainieren. So, dass im Prinzip, das sieht man auch im Weltfußball, wo näher zusammengerückt ist, weil auch die vermeintlich Schwächeren grundsätzlich eine gute Disziplin haben, eine gute Verteidigung haben, wo es immer schwerer wird, Goal zu schießen. Schwerer im Fußball ist eigentlich die Offensive, weil es dann immer auch noch Gegner gibt. Also von dem her ist die defensive Stabilität anzukriegen, ist sicher das Einfachste. Aber wichtig, ich glaube, das hast du vorhin auch ein Stück weit angesprochen, in der jetzigen Situation geht es wirklich darum, quasi Gras zu fressen. Und ich bin zum Beispiel im Match gegen Luzern gesehen und dann habe ich meiner Begleiterin gesagt, also egal wie, in der jetzigen Situation muss einfach auch einen dreckigen See gehen. Oder? Und dann geht es wirklich darum, hinten, das hast du vorhin gesagt, Massi auch, die Null muss stehen, oder wie das gewisse holländische Trainer schon gesagt haben. Und dann kann man aus dem raus, sage jetzt einmal, ein Spiel nach vorne dann, kreieren. Aus meiner Sicht. Es ist noch nicht allzu lange her, wo man gesagt hat, sogar, ja, der FCB gewinnt zwar, aber spielt nicht wahnsinnig attraktiv. Dort hat man wirklich über das ja diskutiert. Das sind ja Diskussionen, die jetzt meilenweit entfernt sind. Eben, wie er gesagt hat, man muss einfach irgendwie jetzt das Spiel gewinnen, irgendwie, einfach, dass man dort rauskommt. Ja, man hat eine neue Situation. Man muss sich dort jetzt anpassen. Aber nochmal, am Schluss entscheidet jetzt der Heiko Vogel, was er für eine Taktik wählen wird. Für mich ist noch nicht ersichtlich, setzt er auf eine klare Defensive. Die Null muss stehen. Und dann probieren wir vorne mit den Leuten, die wir haben, den Ball mal reinzudrücken. Es muss nicht ein super rausgespieltes Goal sein. Es kann eben mal eine Standardsituation sein. Aber das habe ich jetzt noch nicht erkannt. Man hätte die defensive Stabilität war noch nicht ersichtlich. Wir haben jetzt darüber diskutiert, das wäre wünschenswert. Aber vielleicht hat er einen anderen Plan und probiert über Ballbesitz, über Dominanz wieder ins Spiel hineinzukommen und die Mannschaft zum Erfolg zurückzuführen. Wollen wir mal schauen. Und nach dem Match ist der FCB alleinige Letzte. Also das Bild ist, tut schon ein bisschen weh, wenn man das sieht. Es tut weh und auf der anderen Seite wissen wir, es geht nicht mehr tiefer. Sondern von jetzt an kann es rein theoretisch nur noch aufwärts gehen. Aber dementsprechend, auch für mich nochmal, man kann jetzt irgendwie sagen, vielleicht fehlt der Rhythmus irgendjemand durch, dass man jetzt, sagen Sie mal, vielleicht das Positive aus dem Spiel von gestern nicht kann, mitnehmen und gerade ins nächste Spiel, das vielleicht nächste Woche gewesen wäre, sondern vielleicht halt in den ersten zwei Wochen ist. Auf der anderen Seite finde ich nochmal, es gibt die Möglichkeit, dass die Mannschaft weiter zusammenwächst. Ich bin gestern auch zum Beispiel, als ich im Blue TV das Interview von Marvin Hitz gehört habe, wo ich finde, er hat das sehr, sehr gut gemacht. Wo er auch gesagt hat, er hat diese Woche ein Leben in dieser Mannschaft gespürt, er hat eine gewisse Dynamik gespürt. Und ich glaube, das hat man auf dem Platz gestern eben schon gesehen. Klar, es ist nicht schwer, kann man jetzt auch sagen, nach dem Stadlos-Anouchi-Match. Aber ich glaube, es ist eine Tendenz erkennbar, die man jetzt eigentlich bestätigen muss. Und die zwei Wochen haben sie jetzt Zeit, um sich gut vorzubereiten. Gewisse sind weg, aber die kommen auch wieder. Und mit den anderen muss man einfach gut arbeiten, dass man auch physisch auf einem Level ist. Sag jetzt mal, dass man eben defensiv sicher gut durchstehen kann, dass man gewisse Sachen miteinander einstudieren kann, dass man auch bei den stehenden Bällen, sag jetzt mal, ob das offensiv oder defensiv ist, die Entschlossenheit auch an den Tag legen kann, damit man hier einfach, nochmal, für mich zählt im Moment einfach ein dreckiger Sieg. Und das ist das einzige Ziel, das wir haben im FCB. Dass man vor allem auch dort rauskommt, dort ganz unten, wo definitiv keiner will stehen. Und um die Tabelle geht es auch in der heutigen Fanfrage und die ist folgende.
Der Patrick Ruana aus Asch fragt, soll der FCB jetzt demütig sein und den Klassenerhalt als Ziel definieren, Massimo? Die Frage ist sehr gut. Der FCB muss demütiger werden. Dass man den Klassenerhalt jetzt aussprechen muss, das ist nicht unbedingt nötig. Das ist ein Selbstverständnis. Das wäre ein Desaster. Das zweithöchste Budget. Gesagt, man könnte je nachdem wieder einen Titel gewinnen. Und du steigst ab. Nochmal, die Schere ist einfach zu gross. Darum ist Demut gefragt. Und dort kann man anfangen. Attila, du hast etwas richtig gesagt. Weiter runter kann man nicht mehr. Also man ist dort unten und von dort kann man auch anfangen aufbauen. Das ist eigentlich noch ein gutes Symbol. Es ist auch nicht toll. Aber man nimmt jetzt den letzten Platz und von dort aufbauen. Für das braucht es Demut. Für das braucht es aber auch eine Selbsterkenntnis und eine Selbstkritik, zu sehen, wo hat man gewisse Fehler gemacht. Natürlich kann man nicht alles hinterfragen, weil wenn sie alles hinterfragen würden, dann könnten sie sich gar nicht mehr auf das konzentrieren, was wichtig ist. Der FCB muss demütiger werden. Er hat Fans im Rücken, die sind absolut sensationell, was die leisten, wie die ihre Treue zeigen. Auf das lässt sich auch bauen und das gibt auch Hoffnung, dass der FCB aus dieser Krise rauskommt. Also eben, es sind jetzt noch nicht 10 Spiele ganz gespielt. Abstiegskampf noch nicht Thema. Direkt. Was heisst Abstiegskampf noch nicht Thema? Man ist Letzte, also dann ist man irgendjemand durch. Gestern hat das jemand gesagt, automatisch im Abstiegskampf, das ist ja so. Aber ich glaube, es sind noch sehr, sehr, wirklich sehr viele Punkte zu vergeben, bis es dann den Cut gibt. Und ich glaube, wichtig ist einfach, und das habe ich auch ich glaube, in meinem letzten Besuch gesagt, man muss aufhören, von diesem Meistertitel oder von Titel allgemein zu reden. Man muss Schritt für Schritt nehmen. Und ich bin auch immer noch der Meinung, und das habe ich auch das letzte Mal gesagt, ich bin immer noch der Meinung, man muss mehr Identifikation schaffen, indem man auch wieder eigene Fußballer anbringt, die in dieser ersten Mannschaft spielen können. Und dann bin ich überzeugt, die Fans stehen hinter dem FCB. Das war auch schon in den 80er Jahren, das war in der Nazi B, sage ich jetzt einmal. Und die werden auch heute hinter dem FCB schon. Ich meine, allein die Choreografie, die die wieder gemacht haben, sage ich jetzt einmal, das ist für mich unglaublich in dieser Krisensituation, in der wir sind. Also die Fans werden wir hoffentlich immer im Rücken haben. Wichtig ist jetzt einfach, der Demut oder auch die Zielerreichung, sage ich jetzt mal, vielleicht ein bisschen oben runterkommen und dann Schritt für Schritt einfach wieder vielleicht in ein paar Jahren dort zu sein, wo wir grundsätzlich alle sein wollen. Und wichtig ist natürlich auch, dass der FCB wieder eine Mannschaft wird. Das können Sie ja nur, wenn man wirklich mal weiss, wer jetzt hier eigentlich der Trainer ist. Der Zeitpunkt ist schon lange diskutiert worden über die Entlassung, ob jetzt der richtig oder falsch war beim Heiko Vogel. Und gestern nach dem Spiel hat er sich noch mal über den Zeitpunkt geäussert. Im Nachgang mit dem Wissen, was man jetzt hat, kann man alles hinterfragen. Jetzt habe ich das letzte Mal, glaube ich, auf der PK auch gesagt, bin ich Ähnliches gefragt worden. Und ja, natürlich reflektiert man. Ja. Es gab ja Anzeichen eben, und es war definitiv keine Kurzschlussreaktion, sondern wir haben uns zu dem Schritt entschieden, weil wir was wahrgenommen haben. Das haben wir nicht erst seit 1-2 Tagen wahrgenommen, sondern schon länger. Und auch da, in beide Richtungen ist das berechtigt. War es zu spät, war es zu früh? Ja, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, auch da habe ich keine Antwort für. Ja. Auf der einen Seite weiß man, dass man einen großen Umbruch hat, ja, der Zeit braucht. Ja. Dann kommt die Frage auf, ja, war das zu früh, wenn man es früher gemacht hätte. Ja. Berechtigt, aber ich habe definitiv keine Antwort, auch mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Aber ja, ich hätte, habe ich ja schon gesagt, ich hätte vielleicht früher eingreifen müssen oder früher, ja. Ist ein Vorwurf, den ich mir mache, aber nochmals, mit der Basis des Wissens, was ich jetzt habe, mit der Basis des Wissens, was ich vor 2, 3, 4 Wochen hatte, weiß ich nicht, ob ich dann auch sagen will, ja, greife ein. Ja, Checker, alles andere als eigentlich eine klare Antwort zu dem Ganzen. Wie stehst du zum Zeitpunkt von der Trainerentlassung? Ich finde es grundsätzlich nicht gut, wenn man einen Trainer so früh entlässt und ihm nicht wirklich eine Chance gibt. Das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Was mich in dem Ganzen auch ein bisschen stört, ist, dass der Heiko Vogel in der Evaluation so klar war, das ist der richtige Trainer. Wir haben ihn angeschaut, über mehrere Monate. Er hat eigentlich nur in den höchsten Tönen von ihm geschwärmt, was auch richtig ist. Aber dann
erwarte ich auch ein bisschen mehr Durchhaltevermögen, erwarte ich ein bisschen mehr Unterstützung. Und das fehlt mir einfach, Entschuldigung. Und das ist auch nicht gut übergekommen. Attila, du hast angesprochen, gegen Iwata einen katastrophalen Match, gebe ich dir vollkommen recht. Und der Timo Schulz ist an der Linie gewesen. Gegen Luzern hat aber die Mannschaft einen der besten Matches gezeigt. Spielerisch, taktisch. Und nach dem Luzern-Match tut man den Timo Schulz entlassen. Mhm. Ein Trainer, der bei St. Pauli gezeigt hat, dass er eine gewisse Zeit braucht, weil am Anfang hat er auch ein bisschen Mühe gehabt. Das ist bei ihm so. Bis man ihn auch als Typ akzeptiert. Er ist eher, denke ich, der kommunikative Typ, der eher lieb ist. Mhm. Und die Spieler, die brauchen sehr wahrscheinlich nicht einen lieben Trainer. Die brauchen einen, der die Peitschen auspackt, weil die verstehen nicht, um was es geht. Mhm. Das ist einfach mal so. Aber der hat das probiert. Und dort hat er die Unterstützung vom Heiko Vogel braucht, der Sportchef, hat gesagt, hey Junge, ich stand hinter dir bis im Dezember. Und wenn du es im Dezember nicht packst, dann weißt du, wie das Fußballgeschäft ist, dann musst du gehen. Mhm. Aber das Durchhaltevermögen, das fehlt mir und das stört mich. Und darum stört mich das auch in diesem Interview, dass man sagt, ja, ich hätte früher noch etwas machen können. Das sind für mich alles Ausreden. Es sind Ausreden. Ich sage es jetzt einfach noch einmal, Punkt, und dann ist es fertig. Er ist jetzt Trainer, der Heiko Vogel, und jetzt soll er das zeigen, wo er das Gefühl hat, wo wichtig ist für die Mannschaft. Und er bekommt die Unterstützung, die sich die anderen Trainer gewünscht hätten. Ein Alex Frey und der Timo Schulz. Das heisst bis auf Weiteres. Mhm. Also, das ist klar, du hast auch gesagt, gestern ist klar, sie sicher bis nach der Nazi-Pause, aber wie weit? Also eben, ich bin schon der Meinung, dass nach der Nazi-Pause ein Statement muss kommen, bis wenn, dass der Heiko sicher Trainer bleibt oder eben, ob sie wirklich auf der Suche sind nach einem neuen Trainer. Und das Statement muss kommen. Und dann ist es nicht bis Winterpause, sondern dann ist es bis Ende Saison, sage ich jetzt mal, wo er dann auch mindestens muss Trainer bleiben muss. Und auf der anderen Seite, ich bin überhaupt nicht für Trainerentlassung. Ich bin wirklich für Kontinuität. Ich bin auch der Meinung, es ist wichtig, dass im ganzen Führungsgremium, wenn man sich für jemanden entscheidet, dass man ihn stützt, wie du das auch richtig sagst, oder? Und so die Aussage vom Timo, vom Heiko, Entschuldigung, jetzt so im Interview, nochmal, ich sehe nicht, was im Training genau abläuft, oder? Ich weiß nicht, was dort gemacht wird, trainiert wird. Ich gebe dir auch recht, gegen Luzern ist die erste Halbzeit sicher gut gewesen, die ersten 20 Minuten sogar sehr gut gewesen, oder? Zweite Halbzeit noch hat, ja, ist wieder ein Durchschnittsspiel gewesen, sage ich mal aus meiner Sicht. Aber vielleicht haben sie dann so viel Erkenntnis gehabt, nochmal, ich weiß es nicht, wo sie dann gesagt haben, so, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, ich weiß es nicht. Und von dem her, wenn man sich wirklich den Gedanken gemacht hat zum Trennen, okay, dann macht man vielleicht halt den Schlussstrich. Aber ich bin genau gleich in der Meinung, die ich aber auch vorher schon gesagt habe, wenn ich einen Trainer hole, müssen alle überzeugt sein, alle müssen den stützen. Und was ich mich eben auch schon gefragt habe nach dieser Entlassung, ob man nicht einen Trainer holen soll, der massiv viel Geld kostet, der es doppelt weh macht, wenn man ihn dann entlässt. Weil das ist etwas, was jetzt in zweieinhalb Jahren mit 5 Trainern einfach zu viel ist, definitiv. Das Hauptding, eben, ob jetzt der Heiko Vogel bleibt oder man einen neuen holt, ist einfach, eben, wie du auch gesagt hast, wichtig, dass man ein Statement abgibt. Oder? Denke ich auch, es ist wichtig, dass man ein Statement abgibt. Und auch für die FCB ja, sind die Finanzen nicht ganz unwichtig. Und man muss den Alex Frey noch zahlen, man muss den Timo Schulz zahlen. Und wenn man jetzt den Heiko Vogel entlässt, dann muss man den Heiko Vogel auch noch zahlen. Das ist auch ein wirtschaftlicher Aspekt. Aber der geht jetzt einmal weg. Nochmal, Trainerentlassungen gibt es immer wieder. Aber ich denke, ein richtiges Statement wäre super, wenn man sagen würde, zum Beispiel bis Ende Saison ist der Heiko Vogel Trainer. Das würde allen helfen, oder bis an Weihnachten. Ich bin gespannt, ob sie sich dort dazu noch werden äußern. Hoffentlich. Eben. Jetzt in der Nazi-Pause wäre eine gute Zeit, mal vielleicht zum Trainer zu finden. Hey, euch zwei, danke vielmals, sind ihr da gewesen. Die Zeit ist leider schon um. Für den FCB geht es jetzt eben zuerst mal in die Nazi-Pause. Die Schweiz die spielt ja nicht gegen Israel zuerst am Donnerstag, sondern gegen Belarus am Sonntag. Und für den FCB geht es am 21.10. daheim gegen Servet weiter. Und über den Match reden wir dann am Montag drauf. Aber auch nächste Woche gibt es den FCB total. Momentan gibt es ja genügend zu diskutieren rund um den FCB. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Machen Sie es gut. Ade miteinander.